willkommen zu der Gummibär-Show. Bereit für meinen neuen Superkatzen-Ninja-Trick? Nein. Oh, komm schon, Harry. Ich werte das als ja. Ich würd's nicht mal als vielleicht werten. Fang an, Kayla. Flabadaba. Nimm's besser noch als klare Absage. Und zwar eine mit 10 Ausrufezeichen. Katzen-Ninja! Gummi-Gum-Gum! Wow, ich will auch mal! Ist nicht unbedingt eine gute Idee, Gummi. Unsere Carla trainiert andauernd. Und was machst du? Du träumst nur immer zu spitzenmäßig, sowas drauf zu haben. Und... Okay, passt auf. Gummi-Ninja! Spaß, Spaß, Spaß! Nun, etwas anders auf jeden Fall. Ah, dunkel wie im Mauseloch. Nicht etwa, dass ich mich davor fürchten würde. Los, nochmal, Leute. It's Gummy Time. Aber vielleicht ziehen wir lieber die Vorhänge auf, falls eben doch irgendwer Angst vor der Dunkelheit hat. Ah! Au! Alles okay, Harry? Aber ja, es ist nur... Hat sich schon mal einer von euch einen Gruselfilm angesehen? Wenn die grässlichen Ungeheuer in den stürmischen Nächten rauskommen. Cool. Also cool ist was anderes. Okay. Super cool. Gummilicious. Ah, hör auf, dich verrückt zu machen, Harry. Es gibt doch gar keine Ungeheuer da draußen. Ich hoffe, das stimmt, Carla. Da ist... Komm, Harry, spiel bitte kein Theater. Da ist... Was? Eben das. Was? Das? Da. Er meint das Ungeheuer vor der Scheibe dort. Es sieht ein bisschen böse aus, na und? Vielleicht will es nur spielen. Tja, oder auch nur ein bisschen in Carlas Dojo trainieren. Da fliegt es gerade hoch. Folgen wir ihm. It's Gummy Time. There's a face outside my window, looking at me. It's looking kind of scary. What can it be? Was it just a shadow? Say, what did I see? It's feeling kind of spooky. But it ain't scary. Ready or not, here I come. So spooky. Gummy's gonna get you. It's gonna be fun. Ready or not, here I come. So spooky. Gummy's gonna get you. It's gonna be fun. Hallo, kleines böses Monsterchen. Bist du etwa hier? Oder hier drunter? Oder hier vielleicht? Diese Ungeheuersuche ist mir nicht geheuer. Es wird ganz sicher auf uns wütend werden. Es könnte auch ein nettes Monster sein. Nett? Ich sag dir Folgendes, in allen Horrorfilmen, die ich kenne, sind die Mangelware. Und obendrein bin ich Experte, weil ich feige bin. Juhu, und wieder Fehlanzeige. Also ist es doch nicht hier und wir sollten endlich zusehen, dass wir wieder runterkommen. Kleines böse Monster. Bisschen tanzen? Willst du singen? Aha. Oder mit Gummihühnern jonglieren und auf den Kopf drehen? Entspann dich, Harry. Wenn es doch vielleicht frech wird, heya! Wow, zerleg ich es ninja-mäßig in zwei Hälften.
Na, klasse. Dann hätten wir zwei Monster gegen uns. Also ich glaube immer noch, dass es ein nettes Monster ist. Aber so oder so, wir müssen es unbedingt finden. Und wenn ich alles richtig kombiniert habe, versteckt es sich dort im Schrank. Offenbar hast du falsch kombiniert. Au. Es muss doch aber irgendwo sein. Hä? Oh, da draußen. Ja. Da fliegt es. Und zwar direkt zum Park. Es darf uns nicht entwischen. Ima! Das schaffen wir doch nie. Okay, das war's. Gehen wir Fernsehen gucken und ziehen wir uns eine Pizza rein. Ganz ruhig, Harry. Wenn ich Niederlage in mein Telefon tippe, kommt keine Rückmeldung. Ich helf dir. Die Bedeutung von Niederlage ist im Wörterbuch definiert. Wenn ich mich nach Hause flüchte und vor furchtbaren Monstern unterm Bett verstecke. Aber in deinem Buch steht nichts über die ganz, ganz lieben Monster. Also, bitteschön. Gut gemacht, Gummy! Aber das Monster ist so weit oben. Von meinen Schultern aus kommt ihr vielleicht ran und könnt es schnappen. Ah, wir sind immer noch nicht groß genug. Wir brauchen ein bisschen Gummy-Power. Ein Ballon? Ein netter Ballon, nicht wahr? War ein großes Abenteuer. Also die Enttarnung des Jungen als Ballon war ein Glück für ihn. Sonst hätte ich ihn verdroschen mit links und rechts. Und ein gerader Schlag und ein Wirbel und dann krach. Und eine rechts-links-Kombination. Hier kommt das hinterm Sofa-Monster. Alter, von wegen Rechts-Links-Kombination. Das war eher ein Hasenfußwirbel. Kumpels? Schnappen wir ihn! Ha ha ha!